EA. Ja, meine Lieben, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem nächstes Let's Play Projekt. Es handelt sich um das Spiel Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Und wie ich auch schon angekündigt habe, es ist wieder ein Strategiespiel, worauf ich mich endlich mal freue, dass zumindest ein Strategiespiel mal wieder funktioniert, was ich auch wirklich ohne große technische Schwierigkeiten auch normal spielen kann. Nicht so wie bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 und Alarmstufe Rot 3, wo ich das überhaupt gar nicht aufnehmen konnte, ne? Und umso größer ist jetzt natürlich die Freude, dass ich euch jetzt zumindest diesen Command & Conquer Teil euch zeigen kann. Und Kenner wissen natürlich, dass es natürlich auch ein Expansion Set noch gibt von Command & Conquer 3. Das Spiel werde ich euch auch noch zeigen, aber ich werde die Struktur ein bisschen anders machen als wie im ersten Computerschwung, wo ich euch da meine Strategiespiele euch gezeigt habe, wie zum Beispiel Warcraft 2 oder Warcraft 3 oder auch Starcraft 1. Da habe ich euch ja das Expansion Set direkt im Nachhinein euch auch gezeigt. Diesmal werde ich das ein bisschen anders machen bei Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ich werde das Expansion Set nicht direkt nach diesem Spiel euch zeigen, sondern erst ein bisschen später. Ich glaube, also nur als kleiner Spoiler oder beziehungsweise kleine Vorwarnung, wenn ich dieses Spiel komplett zu Ende Let's Play habe, was natürlich zeitlich ein bisschen dauern wird, denn die Kampagne ist nämlich ein bisschen sehr umfangreich, aber ich ziehe das trotzdem durch, weil ich richtig Bock habe auf das Spiel, werde ich nach diesem Spiel natürlich erstmal, ich glaube, das waren wie viele Wimmelbild-Spiele? Ich glaube 7 oder 10. Aber ich meine, das waren 10 Wimmelbild-Spiele, die ich euch dann erstmal zeigen werde. Und dann nach den 10 Wimmelbild-Spiele kommt dann das Expansion Set zu Command & Conquer 3. Genau. Das nur schon mal als kleine Vorwarnung. Und jetzt möchte ich euch natürlich erstmal ein bisschen zu diesem Spiel was erklären. Also, es ist natürlich ein Strategiespiel und es gibt hier zwei, nicht Rubriken, aber halt zwei verschiedene, wie soll ich das sagen, Einheiten oder zwei Konflikte. Und zwar ist es einmal die GDI und einmal Nord. Und für die, die jetzt damit nichts anfangen können. Also die GDI sind in dem Sinne die Guten, die halt versuchen, die Menschheit und die Welt von Nord zu beschützen. Und ja, Nord ist genau das Gegenstück zu der GDI. Die sind halt die Bösen und die versuchen halt die Weltherrschaft zu bekommen und halt die GDI zu vernichten. Genau. Aber wer natürlich auch die anderen Command & Conquer Spiele oder halt Teile auch kennt, also ich kenne auch die älteren, aber die kann ich euch leider nicht zeigen, weil mein Rechner nicht so ausgestattet ist, dass mein Rechner halt die ganz alten Command & Conquer Teile überhaupt spielen kann. Das geht leider nicht. Dafür müsste ich noch einen älteren Rechner haben und den hatten wir zwar mal, aber der ist jetzt auch leider kaputt gegangen und ja, jetzt haben wir nur noch die neueren Varianten von den Rechnern. Also die wissen natürlich, dass es halt immer nur GDI und Nord gab, aber ab Command & Conquer 3 gibt es noch eine weitere Gattung, nämlich die sogenannten Skrin. Und das sind halt Außerirdische. Und ja, es gibt hierzu auch eine Kampagne. Also die Kampagne von den Aliens, also von den Skrin.
Ist auch nicht sehr umfangreich. Da gibt es, glaube ich, nur 3 bis... Boah, lasst mich nicht lügen. 4, 5 oder 6 Level. Also relativ klein. Aber dafür ist die Kampagne von der GDI und von Nord ziemlich umfangreich. Aber wie viele Level es da jetzt gibt, das weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Dafür habe ich das Spiel hier sehr lange nicht mehr gespielt. Und ja, die Skrin sind halt Feinde sowohl von der GDI als auch von Nord. Also die haben weder Freunde noch Feinde haben die Außerirdischen, die haben natürlich Feinde, nämlich halt sowohl die GDI als auch die Nord. Und da gibt es natürlich auch noch einen Konflikt mit den Außerirdischen. Aber das nur zur gegebenen Zeit. Jetzt habe ich natürlich erstmal genug gelabert und jetzt geht das los, das Spiel. Vorbei, ich werde euch erstmal das Tutorial euch zeigen. Und ab der Kampagne werde ich dann halt auch mit, wie ich auch schon angekündigt habe, mit meinem Sheet Engine Programm dann den Geldglitch dann benutzen. Aber das mache ich erst in der Kampagne, ne? Aber ich werde euch heute nur erstmal das Tutorial zum Einstieg euch zeigen und dann ab der nächsten Aufnahme geht's dann richtig los mit der Kampagne. Genau. Und jetzt habe ich genug gelabert und jetzt geht's los mit dem Tutorial. Willkommen in der Trainingssimulation, Commander. In diesem Szenario können Sie sich mit den Grundlagen unseres Kontrollsystems vertraut machen. Wir widmen uns zunächst einigen Kamerabefehlen für die Navigation auf dem Schlachtfeld. Um die Kamera zu bewegen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie den Cursor in eine Richtung. Bewegen Sie sie jetzt. Sehr gut. Einsatzziel erreicht. Sollten Sie während dieser Mission einmal nicht weiter wissen, können Sie jederzeit einen Blick auf Ihre Einsatzziele werfen. Klicken Sie dazu auf den blinkenden Button in der rechten oberen Bildschirmecke. Kommen wir nun zur Befehligung von Einheiten. Wir stellen dazu 2 Zone Trooper Trupps bereit. Bewegen Sie den Cursor über die Zone Trooper, um sie auszuwählen. Der Cursor verwandelt sich nun in einen Auswahlcursor. Links klicken Sie auf die markierte Einheit. Darf ich jetzt auch was sagen wieder? Okay, gut, dann mache ich das mal kurz. Steuerung von Einheiten. Ja, also hier beim Tutorial werde ich mal noch nicht allzu viel reden. Sehr gut. Sie haben den ersten Trupp ausgewählt. Möchten Sie mehrere Trupps auswählen, bewegen Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste über sie. Ziehen Sie jetzt einen Auswahlrahmen um beide Zone Trooper Trupps, um diese auszuwählen. Sie haben beide Trupps ausgewählt. Bewegen Sie den Cursor über ein freies Gebiet, um die Einheiten zu bewegen. Der Cursor verwandelt sich nun in einen Bewegungscursor und zeigt das Ziel der gewählten Einheiten an. Einige Gebiete wie Berge und Flüsse sind unpassierbar. Bewegen Sie den Cursor über diese Gebiete, zeigt er an, dass sie für Einheiten unzugänglich sind. Um Ihre Zone Trooper in das Zielgebiet marschieren zu lassen, rechts klicken Sie auf das Zielgebiet im Osten. Okay, dann machen wir das mal. Ah ja, da wird's uns schon angezeigt. Los, Jungs! Sehr gut, Ihre Trooper rücken jetzt vor. Das ist der Schießstand. Es wird Zeit für ein paar Schießübungen. Sind Ihre Zone Trooper noch ausgewählt, rechts klicken Sie auf die Ziele des Schießstandes, um auf diese zu feuern. Wählen Sie Ihre Einheiten andernfalls per Auswahlrahmen aus und eröffnen Sie dann das Feuer. Zerstören Sie alle Ziele. Okay. Oh ja! Feuer frei! Dann wollen wir... Alle Ziele wurden zerstört. Gute Arbeit, Commander. Achten Sie auf das Symbol, das über einem Ihrer Trupps erscheint, wenn Sie diesen auswählen. Dieser Trupp hat jetzt Veteranenstatus. Es gibt 3 Veteranenstufen. Steigt ein Trupp auf, verursacht er mehr Schaden und ist widerstandsfähiger. Schicken Sie Ihre Zone Trooper jetzt zu diesem beschädigten Gebäude und ordnen Sie dessen Zerstörung an. Also, er meint dieses Symbol hier. Genau. Zeit zu gehen. Auf geht's, Trooper. Oh ja. Dauert die Zerstörung eines Gebäudes deutlich länger als die Zerstörung der Ziele auf dem Schießstand.
Zone Trooper sind sehr effektiv gegen Infanteristen und leichte Fahrzeuge, nicht aber bei der Zerstörung von Gebäuden. Dafür können Panzer und schwere Artilleriegeschütze zwar Gebäude zerstören, richten aber gegen Infanteristen nur wenig aus. Sie müssen also in jeder Situation die passenden Einheiten auswählen, eine Grundvoraussetzung für die Befehligung einer Armee. Viele Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Zone Trooper können mit ihren Jetpacks zum Beispiel Hindernisse und Flüsse überqueren. Befehlen Sie Ihren Zone Troopern, diesen Graben zu überqueren. Wählen Sie die Einheiten dazu aus und klicken Sie auf das Jetpack-Symbol am unteren Rand des Porträts rechts unten. Links klicken Sie dann auf ein freies Gebiet auf der anderen Seite des Grabens. Nämlich hier. Jetpack. Mit Jetpack zu einer nahegelegenen Position fliegen. Und so sieht's aus. Ab! Sehr gut. Viele Einheiten verfügen über Spezialfähigkeiten und Upgrades, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Einsatzziel erreicht. Sehr gut. Wir haben Ihnen ein mobiles Baufahrzeug, kurz MBF, zur Verfügung gestellt. Es ist der Grundstein Ihrer neuen Basis und ermöglicht den Bau weiterer Gebäude. Im Ernstfall baut das MBF an einer geeigneten Position, also auf einer ebenen Fläche, eine Basis. In der Simulation haben wir schon ein Gebiet markiert. Schicken Sie Ihr MBF in das Zielgebiet und bauen Sie dort eine Basis. Das MBF ist sehr langsam und unbewaffnet, hat allerdings eine schwere Panzerung. Sie müssen das mobile Baufahrzeug stationieren, um mit dem Bau einer Basis zu beginnen. Wählen Sie es dazu aus und links klicken Sie im Porträt der Einheit auf seine Stationieren-Fähigkeit. Dadurch verwandelt sich das Fahrzeug in einen sogenannten Bauhof. Sehr gut. Durch die Stationierung des MBFs haben Sie die Bodenkontrolle aktiviert und können nun im Umfeld Ihres Bauhofs weitere Gebäude errichten. Zusätzliche Gebäude weiten die Bodenkontrolle aus und ermöglichen Ihnen die Vergrößerung Ihrer Basis. Für den Betrieb Ihrer Basis brauchen Sie Energie. Links klicken Sie deshalb auf das Kraftwerksymbol des Baumenüs, um ein Kraftwerk zu errichten. Gut. Wie Sie sehen, kostet Sie der Bau des Kraftwerks einige Credits. Kosten und Bauzeiten sind von Gebäude zu Gebäude verschieden. Möchten Sie sich über den Preis und die Bauzeit eines Gebäudes informieren, bewegen Sie den Cursor im Baumenü über dessen Symbol. Das Gebäude ist einsatzbereit und kann auf dem Schlachtfeld errichtet werden. Dies erkennen Sie am markierten Kraftwerk-Button. Links klicken Sie auf den Kraftwerk-Button und bewegen Sie den Cursor über das Gelände. Er wird zu einem Kraftwerk-Symbol und kann innerhalb des Bauradius des Bauhofs platziert werden. Links klicken Sie, um das Gebäude zu platzieren. Färbt sich das Kraftwerksymbol rot, haben Sie den maximalen Bauradius Ihres Bauhofs verlassen oder versuchen, das Gebäude auf unpassierbarem Gelände zu platzieren. Ungeeigneter Bauplatz. Gut, Ihre Basis hat nun Energie. Achten Sie auf die Energieanzeige auf der rechten Seite. All Ihre Gebäude brauchen Energie, um korrekt zu arbeiten. Ist Ihr Energieniveau niedrig, stellen einige den Betrieb ein, andere arbeiten nicht mit voller Kapazität. Abgeschaltete Gebäude färben Sie schwarz. Errichten Sie jetzt eine Raffinerie, um Tiberium abzubauen. Tiberium ist ein wertvoller Rohstoff, der zur Finanzierung Ihrer Operationen raffiniert werden kann. Bauen Sie durch Klicken auf das entsprechende Symbol eine Raffinerie und platzieren Sie sie anschließend an einer geeigneten Position. Tun wir. Bau abgeschlossen. Sehr gut. Ihr Sammler nimmt nun automatisch die Arbeit auf und beginnt mit der Tiberium-Ernte. Ist der Sammler voll, kehrt er zur Raffinerie zurück, um das abgebaute Tiberium abzuladen. Es wird nun in Credits umgewandelt. Nachdem Sie jetzt einen Bauhof und ein Kraftwerk haben, sollten Sie nun Produktionsgebäude errichten. Eine Kaserne ermöglicht Ihnen die Ausbildung Ihrer Infanterie. Bauen Sie eine Kaserne und platzieren Sie diese wie gewohnt auf dem Schlachtfeld. Okay, wird gebaut. Also hier die Credits sind halt hier die Währung, halt, wie er schon gesagt hatte. Einsatzziel erreicht. Neue Bauoptionen. Sehr gut. Bauen Sie jetzt eine Armee. Möchten Sie einen Blick auf die verfügbaren Infanterieeinheiten werfen, wählen Sie die Kaserne oder klicken Sie auf das Einheitenmenü. Sie können jederzeit ein Gebäude per Linksklick direkt oder über das Menü rechts oben auswählen.
Bilden Sie mit Klicken auf das Infanterietrupp-Symbol einen Infanterietrupp aus. Treffpunkt bestätigt. Klicken Sie mehrmals, bilden Sie mehrere Trupps aus. Bilden Sie drei Trupps aus. Eingraben. Rechts klicken Sie auf das entsprechende Symbol, wenn Sie den Bau einer Einheit oder eines Gebäudes unterbrechen möchten. Mit Linksklick auf Einheit oder Gebäude setzen Sie die Produktion fort. Rechts klicken Sie auf eine angehaltene Produktion, wird diese abgebrochen und Sie erhalten die bisherigen Baukosten zurück. Infanteristen bauen zur Verteidigung einen Schutzwall aus Sandsäcken. Ausbildung. Infanterietrupp bereit. Gute Arbeit, Commander. Sie haben eine Basis errichtet und einige Infanterietrupps ausgebildet. Sie sind jetzt bereit für ein Gefecht gegen einen anderen Commander, der das rote Team befehligt. Das blaue untersteht Ihrem Kommando. Einsatzziel erreicht. Das rote Team kann jeden Moment angreifen. Schicken Sie Ihre Infanteristen in dieses verlassene Gebäude. Wählen Sie Ihre Truppen aus und rechts klicken Sie auf das verlassene Gebäude, um es einzunehmen. Bewegung! Gebäude wird gesichert. Unsere Befehle? Roger. Das Blinken, das nervt mich ein bisschen. So. Solange Ihre Einheiten im Gebäude sind, haben Sie perfekte Deckung. Verschanzte Einheiten können weiter feuern, werden aber selbst nicht getroffen. Wird das Gebäude schwer beschädigt, müssen es Ihre Truppen allerdings verlassen. Da kommt das rote Team. Feindliche Einheiten in Sicht. Sie haben die Einheiten des roten Teams erfolgreich besiegt. Um das befestigte Gebäude zu verlassen, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Alle evakuieren. Einsatzziel erreicht. Es wird Zeit, weitere Einheiten auszubilden. Ist Ihre Armee stark genug? Suchen Sie die Basis des roten Teams und zerstören Sie sie. Okay. Ausbildung. Ja, 5 müssen reichen. Infanterietrupp bereit! Ich kann auch Sammelpunkte setzen, da brauche ich Infanterietrupp bereit! Rechte Maustaste klicken. Infanterietrupp bereit! Und hier ist der Gegner. Infanterietrupp bereit! Okay. Infanterietrupp bereit! Ja, wie gesagt, in der Kampagne, da kann ich ein bisschen mehr reden dann. Aber jetzt im Tutorial lasse ich es erstmal sein. Jawohl. Verstanden. So, dann wollen wir mal angreifen. Los, Jungs. Verstanden. Schade, dass hier jetzt nicht in der Nähe hier ein verlassenes Gebäude ist. Schade, schade, schade. Es geht los. Okay, dann wollen wir mal angreifen. Sie haben die Basis des roten Teams gefunden. Zerstören Sie Ihre Gebäude. Machen wir. Wir haben sie. Ja, es dauert. Mach sie fertig. Und das war's. Einsatzziel erreicht. Sehr gut, Commander. Sie wissen jetzt alles, was Sie wissen müssen, um die GDI in die Schlacht zu führen. Vielleicht sollten Sie nun mit der GDI-Kampagne fortfahren, da diese auf die Lektionen dieses Tutorials aufbaut. Ja, okay, das war doch nur ein einziges Tutorial-Level. Okay, das war's auch erstmal. Das war eine sehr kurze Aufnahme, ich weiß, aber ich wollte das jetzt getrennt aufnehmen, das Tutorial und halt die Kampagne. Und, naja, wie gesagt, jetzt wisst ihr zumindest, was jetzt mein nächstes Let's Play-Projekt jetzt sein wird. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Spiel und ich hoffe, ihr auch. Und, wie gesagt, ich werde natürlich auch so vorgehen, wie man jetzt gerade auch am Ende beim Tutorial-Level gehört hat, es baut darauf hin, dass ich jetzt erstmal die GDI-Kampagne
spielen kann, aber ich glaube, man kann auch erst die Nordkampagne spielen. Aber wie gesagt, ich werde natürlich erstmal die GTI-Kampagne euch zeigen und dann die Nordkampagne. Und die Screen-Kampagne, also von den Außerirdischen, die schaltet man dann erst frei, wenn man sowohl die GTI als auch die Nordkampagne durchgespielt hat. Aber wie gesagt, ich warne euch nochmal kurz im Voraus auf. In der Kampagnen-Story, also sprich halt in der Kampagne, werde ich euch dann halt mit dem Geldglitch euch das dann zeigen, ne? Nur als kleine Vorwarnung. Ja, ansonsten freue ich mich sehr auf dieses Spiel und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme uns dann wieder, wenn es dann richtig losgeht mit der Kampagne. Ah ja, hier sieht man es auch. Aber wie gesagt, ich gehe von oben nach unten. Okay, man sieht sich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüssi.